Einige, die da für den Terminkalender und für andere Dinge verantwortlich sind, die müssen sich mal die Köpfe irgendwie zusammenstrecken und müssen mal Entscheidungen treffen für die Zukunft. Es wird vieles auf dem Rücken der Spieler ausgetragen. Und Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und das ist im Moment so nicht gegeben. Jetzt kommt eben auch die ganz schwierige Phase, ohne Winterpause, im Dreitagesrhythmus. Ich weiß nicht, nach der Länderspiele ist Mitte November, sind 9 oder 10 Spieltage bis erstmal vor Weihnachten. Da geht es im Dreitagesrhythmus für Leipzig, für Dortmund, für Bayern und für Real Madrid und Manchester City weiter. Da muss jeder Trainer irgendwie klug handeln, wenn er im nächsten Jahr, im April, März, April, frische, körperlich gesunde Spieler haben will. Man kann uns gerne verantwortlich machen für manche Dinge, das ist auch gut so, da stehen wir auch dazu, klar. Der Oliver hat ja eigentlich gestern so gesagt, wenn ich das so verfolgt habe, dass die jungen Spieler echt so maximale Einsatz, maximale Wille mitbringen und so. Und dass man da natürlich auch ein bisschen in die Beurteilung, dass es manchmal auch wehtut, wie man dann so nach den Spielen manchmal mit Dingen umgeht. Ich bin jetzt als Trainer auch schon lange dabei und weiß natürlich auch, dass es immer auch, wenn man sowas tut, auch einen schwierigen, einen steinigen Weg gibt, mit Rückschlägen verbunden ist, mit Fehlern, die auf dem Weg passieren, mit Widerständen, die man überwinden muss. Insgesamt muss ich sagen, sehen wir hier intern irgendwie eine Gruppe, die erweitert ist von Spielern, die viel, viel Energie irgendwie mitbringt und sehr lernwillig ist. Und ich sage mal, es ist auch absolut wert aus meiner Sicht, dass man diesen Spielern und diesem erweiterten Kader, diesen jungen Spielern, das Vertrauen schenkt. Ich bin mir sicher, die werden das irgendwann auch zurückzahlen.